Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 30.09.2021. Einen wunderschönen Freitag. Liken, wenn ihr, wenn es euch gefällt, für meine Reichweite. Mehr bringt es mir nicht. Ich verdiene also kein Geld damit. Ihr tut mir nur einen Gefallen, wenn ihr möchtet. So, jetzt kommen wir aber zum Freitag. Zum Freitag, wie Yggdrasil immer sagt. Und wir freuen uns. Schauen wir mal, auf was wir uns freuen dürfen. Wir freuen uns auf Öffentlichkeit, auf den Vater, auf den Körper und auf Nachrichten. Okay, ja, das sagt uns jetzt noch nicht viel. Irgendwelche Nachrichten vom Vater, also das mag im Kleinen jeweils der Vater sein. Es kann jetzt aber auch der Landesvater sein, es kann der Vater im Himmel sein, wie immer du es siehst und sehen magst. Also im Kleinen ist es mit Sicherheit der Vater, der Bruder, der Freund, der Nachbar. Also da ist der Vater sehr, sehr weitschichtig, sagt einfach nur ein erwachsener Mann. So. Ja, hier Öffentlichkeit, Körpernachricht, wir werden sehen, was das bedeutet. Öffentlichkeit, also wir kommen, es kommt zu Begegnungen, ja, ist Freitag, darf man sich auch begegnen. Körper, weiblicher Aspekt, okay. Das ist einfach, dass ich meinen Körper anders wahrnehme, Facetten von dem Körper wahrnehme. Es verändert sich die Wahrnehmung von deinem eigenen Körper, der wird diffiziler, differenzierter. So. Der Vater ist oder wird blockiert und die Lösung ist eine Nachricht. Also, kann sein, dass der Vater blockiert ist, weil er im Körper irgendwas hat, was er jetzt... Und jetzt begegnet er einem Arzt, erzählt ihm das und er kriegt die Lösung, du, das ist, kommt vom Kreuz, da hast du was verrenkt und darum tut er der Fuß weh, zum Beispiel. Im Kleinen. Also beim Vater ist irgendetwas blockiert, ist aber auch gleichzeitig, kommt diese Lösung von außen, von der Öffentlichkeit, hat mit Bewegung zu tun wahrscheinlich, also wie steifer Finger, steifer Fuß oder. Also im weitesten Sinne mit Bewegung. Und man guckt jetzt diffiziler, also weitschichtiger im Körper. Also er trifft hier irgendjemand oder geht zu einem Spezialisten, der einfach woanders schaut, wo der Hausarzt schaut. So, das ist die grobe, das Allumfassende. Die Lösung kommt praktisch vom Fuß, von der Blockierung, die der Vater hat. So, dann schauen wir mal. Hier verstehen wir was. Wir nehmen es an und die Lösung kommt mit, weil irgendjemand darüber nachdenkt und diese schlechten Gefühle, die das alles hier umspannt, sind dann einfach weg. Also im Kleinen ist das ganz groß. Im Großen ist der Vater, würde ich jetzt sagen, fast sagen, weil er öffentlich ist, ein Politiker oder wirklich dein Vater im Himmel, je nachdem, wie du es siehst. Wenn deine Anbindung ans Feld oder wo auch immer, an dir selber zum Beispiel, dass man Blockade in sich spürt oder so, kann natürlich auch sein. Und der Vater, also dein, ja, wo immer du dich angebunden fühlst, hilft jetzt, diese Blockaden zu lösen. Er schickt dir Nachrichten und das muss jetzt nicht mit Wort sein, sondern eben, du triffst jetzt jemand, in dem Fall könnte es sogar eine Frau sein, die einfach sagt, du hatte ich auch schon mal, dein Körper ist komplett verspannt, darum kannst du dich nicht entspannen und kriegst doch die Anbindung nicht mehr. Du verstehst das dann, nimmst das an und hast dann auch gleichzeitig die Lösung. Kann sowas genauso sein wie eben eine richtige Krankheit. Oder eben, wenn man es jetzt ganz Deutschland sieht, könnte dieser Vater einen Politiker repräsentieren, der eben hier irgendwo blockiert wird und von einer Frau. Und da kommt jetzt aber Bewegung rein und auch da findet man eine Lösung. Also irgend sowas in der Art ist es. Also ich würde sagen spektakulär im Kleinen, weil im Kleinen finden wir eine Lösung für eine Blockade. Im Großen, naja, das werden wir sehen. Können wir heute noch nicht sagen, was da rauskommt. Auf jeden Fall annehmen, was dir da gesagt wird, was du da als gute Idee empfindest, darfst du wirklich annehmen, denn die Lösung ist praktisch, ergibt sich daraus, du musst bloß ein bisschen darüber nachdenken und dann löst sich diese Blockade. Sehr schön, gefällt mir, schlechte Gefühle brauchst du da nicht mehr haben. Und nur in dem Moment, wo du die Lösung hast und die Blockade löst, sind die schlechten Gefühle weg und alles ist wieder in Bewegung und gut. Und ich habe schon wieder nichts Obacht gegeben, meh, Frau. So,
Also, jetzt ist das nochmal alles im Ganzen. So schaut's aus. Genau. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag und wir sehen uns morgen. Habe die Ehre.